Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, die uns an Abendimpuls zuschaut. Heute haben wir stattliche Begleiter bei unserem Abendimpuls, nämlich der Zirkus King ist immer noch bei uns. Und wenn man an der Straße Richtung Laufen fährt von Tittmoning aus, dann hat man immer dieses herrliche Bild von den Kamelen da hinten. Aber ein bisschen unter gingen die Ochsen. Luciano, du bist hier der Juniorchef. Genau. Und so darf ich dir jetzt, darfst du uns eure Ochsen ein bisschen erklären. Waffe war, dass wir da vor uns haben. Wie zum Beispiel den Weißen jetzt. Also der Weiße, der heißt Spartakus. Das ist ein ungarisches Hütenrind. Wie es der Name schon sagt, kommt es aus Ungarn. Es wird normal gebraucht für in Ungarn für Ackerbau. Das sind die, wo früher immer den Acker gezogen haben. Aha. Also dieser Weiße, der ist ja ziemlich stattlich. Und da ist eins mit einem Böck, das sag ich jetzt einmal. Ja, das ist ein Zebu. Ein was? Ein Zebu. Ein Zebu? Die kommen aus Indien. Aha. Und sind normal gebraucht eigentlich als Fleisch. Und jetzt läuft gerade ein Junge weggert. Das ist ein Wanduzi-Rind. Der ist hier bei uns vor zwei Wochen geboren. Also das ist ein Wanduzi-Rind. Das kommt aus Afrika. Ist hier vor zwei Wochen geboren. Da hinten steht die Mutter. Das ist auch ein Wanduzi-Mischmasch. Und ja. Die kommen hauptsächlich aus Afrika. Dann haben wir da noch mit sehr festem Fell ein Yak. Genau. Wo kommt das Yak her? Das kommt aus in Schottland. Genau. Das kommt mit aus Schottland. Hinter das Yak, das sieht man jetzt nicht so gut. Sind Hochlandrinder. Die kommen auch aus Schottland. Das sind Herdentiere. Davon haben wir jetzt zwei Stück da. Und ja. Gut. Und haben wir noch irgendwo eins, das wir noch nicht benannt haben? Nein, ich glaube, wir haben alle. Da haben wir eigentlich alle, ja. Und dann haben wir da noch ein Lama, das unbedingt mit aufs Foto wollt. Das kommt aus? Nein, das kommt aus Monaco. Aus Monaco? Aha, da habt ihr es hierher. Genau. Ursprünglich aus Südamerika, oder? Südamerika und Monaco. Ja. Gut, dann. Der Zirkus, der ist hier auf Station, weil er nicht weiterreisen kann. Gut, die Winterlage hätte sowieso machen müssen, wahrscheinlich. Aber sie brennen schon drauf, dass wir da weiterkommen. Und ihr wohnt ja die ganze Zeit im Wohnwagen. Genau. Und zwar deswegen, weil es bei euren Viecher sein wollt und für die sorgen wollt. Und wenn sie irgendwo anders wart, dann gangert das nicht. Und ich finde das sehr beeindruckend, wie ihr da durchhält. Auch wie es jetzt so einen Ring gehabt hat. Jetzt ist es ein bisschen matschig geworden wieder für euch und für eure Viecher. Aber toll. Und da möchte ich einfach unsere Zuschauer auch bitten, dass einfach vielleicht einmal eine Spende vorbeibringt für die Familie King, ihren Zirkus und vor allem, dass die Tiere versorgt sind. Manche Bauern geben sich ja bei uns wirklich ganz große Mühe und sind bereit, kriegt immer wieder was. Und darum auch da einen herzlichen Dank für all die, die etwas geben. Aber ich denke mal, die brauchen immer wieder was. Weil es ist schon schwierig, auf diese Art und Weise da zu sein und was machen wollen, aber nicht weiterkommen. Aber jetzt wollen wir auch wieder beten, wie jeden Abendimpuls. Und da schauen wir rüber auf die Klosterkirche und auf die Stiftskirche, die man von hier aus schön sieht, und bitten nachher den Herrn. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, und jetzt wünsche ich mir einen schönen Abend und eine gute Nacht. Wird euch gut. Bis morgen.